So, neben Simon gibt es aus der Castlevania-Reihe noch Richter. Ein Echo Fighter, der aber so ein bisschen anders scheinbar funktioniert. Cool, ich hab dich gegriffen. Wow. Ne? Wow, cool, der kann seine Kette nutzen, um sich da zu retten. Ah, shit, ich wollte ihn auch in der Luft angreifen. Herausforderungsportal ist erschienen. Gewinne die Revanche, um den Kämpfer freizuschalten. Interessant, dass das jetzt so hervorgehoben worden ist. Huh. Aha, dann gehen wir natürlich sofort über zu Luigi. Okay, probieren wir das nochmal. Grün gegen Grün. Auf die Attacke muss man aufpassen. Die kann sehr stark sein, aber ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal schon angemerkt. Drecksack. Na, beinahe. What? Okay. Probieren wir erneut Melinda zu besiegen. Nope, nichts buddeln. Yep, up you go. Endlich. Oh, dann schauen wir uns doch einfach mal auf die Geistertafel. Wir haben hier einen Ass. Das Doof ist nur, wenn wir den hier bekommen, weiß es nicht, dass der dann auf der World of Light Map verschwindet. Er wird auf jeden Fall das Leben schwer. Der Gegner setzt oft Smash-Angriffe ein. Wäre natürlich schön, hier irgendjemanden zu bekommen, der so ein bisschen hilfreich wäre. Ein pures Smash-Duell. Auch gar nicht mal so uninteressant. Also warum nicht? Tonbon. Waffenangriffe, Spezialangriffe und irgendwas anderes noch. Irgendwas, das uns auch ernsthaft helfen würde. Ach nee, das hatte ich. Luftangriffe. Meine, vielleicht in der Logik, dass... Ja, machen wir das. Wenn wir vielleicht gelegentlich in der Luft mit links sind. So, drei Gegner. Ja, natürlich wirklich lustig. Wow, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, müssen wir den doofen Taktiker vielleicht als erstes ausschalten. Was leichter gesagt ist als getan. Honey Moni, wie immer. Ich werde von 5 Milliarden Leuten angegriffen. Und das ist für mich dann automatisch unschaffbar. Oh Gott, damn it. Stop with the cheese. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile so viel Schaden genommen. Unmöglich. Weiter geht's mit der World of Light. Wir haben hier oben den Pharaoh und Lokführer Link Geist. Und den wollen wir uns natürlich hier ergattern. So tun Link und Captain Falcon für Pharaoh, genau. Gegnerische Sprintangriffe sind stärker. Im Kampfverlauf erhöhte Angriffskraft für den Gegner und sprintende Gegner fügen dir Schaden zu. So, wir wollen Tempo Down. Nintendo Scope, Steel Diver. Das ist alles nicht unbedingt umwerfend. Ist irgendwas, das wir ernsthaft haben wollen? Nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Luftangriffe, da weiß ich auch gar nicht, wie das wirklich mit dem Charakter funktioniert. Schuss-Items. Nee, ich brauche nicht Schuss-Items. Nehmen wir Item-Magnet. Und zwar, wir spielen heute. Das sieht man hier leider noch nicht. Wir spielen als wieder mal uns selbst. Und zwar sind wir diesmal der Mii-Schütze.
den habe ich natürlich versucht, so ein gewisses interessantes Moveset zu geben. Oh, cool. Hat sogar ein paar... Wow! Dann war aber schnell. Okay, probieren wir das erneut. In der Hoffnung, dass wir nicht einfach besiegt werden. Aui, okay. Kann man wirklich schnell rausfliegen? Er hat es nochmal raufgeschafft, wow. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn die Stage wird ein bisschen verschoben. Oh, come on. Ah, schade. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Zumindest jetzt den zweiten zu besiegen. Aber das ging insgesamt nochmal gut. Aha, genau. Jetzt wird das hier hervorgehoben. Und mehrere Stellen sogar. Wowie. So wichtig ist, wir werden irgendwann vermutlich auch noch die Möglichkeit haben, hier diese... Also die Statue selber ist so nicht... Ich dachte wirklich, dass man die Statue umschmeißen müsste. Rick. So, gleichzeitig haben wir hier diese Capo-Ricky-Idioten, die den Mond, oder Sun Moon hinzugefügt worden sind. Starkstromgefahr, der Gegner, der Boden nimmt Kämpfer so rum. Stärkere Elektroangriffe und es erscheinen nur bestimmte Pokémon. Okay. Ich denke, einmal sollten wir es probieren. Haben wir irgendjemanden, der hier Screw Attack... Haben wir wirklich nichts gegen Elektroboden-Sachen? Gib mir nochmal... Das wäre vielleicht gar nicht mal dumm. Spezialstandard. Ne. Ich denke, wir werden hier beide austauschen. Und zwar nehmen wir das hier und lass uns mal wieder die gute alte... Ich habe es gerade eben gesehen. Die gute alte Bombe nehmen. So, gegen Lucha Libre Pikachu. Könnte das vielleicht ein bisschen nervig werden. Plus logischerweise den ganzen extra Sachen. Der hat das Ding einfach geblockt. Wowie, owie. I can't do shit. Okay, ich habe gerade es geschafft, 95 über 100 Schaden zu nehmen, ohne selber Schaden anzurichten. Kann man mir mal erklären, wie ich das hätte machen sollen? Ich werde hier wirklich nur und her geschleudert. Okay, meine einzige Möglichkeit, das zu retten scheinbar. Ah, natürlich hat er es geschafft auszuweichen. Ah, kann das Ding, glaube ich, ganz leicht bewegen. The hell? Natürlich hat er es geschafft, hier nochmal hochzukommen. Oh, kein Pikachu. Holy moly. Plus in der Elektroangriffe. Okay. Oh, das war nicht selbstverständlich. So, und jetzt haben wir Rick. Eine Kirby-Reihe. Erneut gegen einen Pikachu und einen Kirby in dem Fall. Eisalarm, der Boden, Nestgegner oder Kämpfer schlittern und gefrieren. Der Gegner startet mit einer Feuerblume. Oh Gott, damit Feuerblume. Hey, cool. Okay. Ich dachte vielleicht eher die Hamtaro-Reihe oder ähnliches wäre das ein Charakter von... Oh, die alte Stage. Die ist cool. Okay, als erstes müssen wir sicherstellen, dass dieses doofe Pikachu seine Feuerblume verliert. Oh, oder das Pikachu... ...komplett sich verabschiedet. Okay, na, das war jetzt nicht schwer. Haben wir aber auch gesehen an Stufe 2 nur. Oder Stern 2. So, dann haben wir jetzt hier den Bereich.
Der Waldhügel. Oh. Du siehst sehr monsterhaft. Monsterhunterhaft aus. Ramse. Okay, der Gegner sitzt oft Luft oben. Nee. In der Luft. Oft ist ein Special seitwärts ein. Was auch immer ich da wieder gelesen habe. Rückenschild? Warum nicht? Warum probieren wir es nicht mal? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das hilft, aber vielleicht dadurch, dass es vier von den Idioten sind. Vielleicht versucht der ein oder andere tatsächlich mal von hinten anzugreifen. Oh, die Attacke. Okay, I see. Das wird schwer. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich dachte gerade, ich bin derjenige, der gerade da getroffen worden ist. Ja, wurde tatsächlich gerade von den Dingern nicht getroffen. Ich meine, es tut, was es tun soll, so ist es nicht, aber... Ich hätte gedacht, dass sie sich dabei cleverer anstellen würden. Okay, sehr gut. Na, verdammt. Okay, und da geht gerade mein Schild flöten. Ah, komm runter. I know you want to. Zu spät. Du Drecksack. Ah, war natürlich Pech. Okidoki, es geht hier oben lang. Gemeiner Laufpilz. Ich glaube, das ist auch als Item hier im Spiel. Wir wollen aber hier lang. Tricky. Aha. Elektroabwehr minus. Irgendjemand, der uns auch hier weiterhelfen würde? Ja, würde ich da einfach mal. Hinfallschutz. Why? Erdbeben. Okay. Dann soll uns Hinfallschutz sogar helfen. Ja, natürlich durch einen Yoshi vertreten. Ein gelbes sogar interessanterweise. Yikes, die Augen sehen creepy aus. Wowie. Naja, aggressives Yoshi. Oh boy. Ja, schön. Und jetzt scheint es für Monster Hunter Time zu sein, wenn es nicht von mir wegfliegen würde. Okay. So, wir haben mal wieder ein Pokémon. Im Kampfverlauf erhöhte Angriffskraft und erhöhtes Lauftempo konstant für den Gegner. Alles klar. Lauframme. Ja, nur das einfach. Uns ist sehr lustig natürlich hier bei dem Schützen zu sehen. Ein sehr ähnliches Moveset zu Samus. Klar, so gewisse Sachen kann man natürlich selber auswählen. Ja, gerade zum Beispiel hier die Oben-Attacke, die Unten-Attacke ist, glaube ich, das, was Samus ebenfalls hat. Und natürlich hier die Aufladesache. Hat sie zwar nicht exklusiv, aber gerade mit der Waffe natürlich. So, weiter geht's. Oh, come on. Ich muss ihn vermutlich irgendwo hinlocken. Das riecht schon so ein bisschen danach. Okay. Whatever. Ah, ist ein Knopf. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir uns einfach mal Richtung Knopf auf. Rambi. Ah, sprintende Gegner. Okay, das hat vor allem 9000 Punkte. Are you for real? Irgendwas, was nicht Schrott ist.
Also was, warum nicht? Warum versuchen wir es nicht mal mit einer Erzkeule? Die kann nämlich relativ nervig sein. Ich habe mich nicht bewegt. Okay. Knopf. Aha. Ja, man bewegt sich einfach damit nur wieder zurück. Alles klar. Oh, Zelda. Holy shit. Auch so, Smash reduziert die KP. Nach Gegner K.O. erscheint Verstärkung. Massenweise Gegner am laufenden Band besiege sie alle. Für jemanden, der dann aber 9000 Punkte gleich noch mit sich schleppt, nenne ich das trotzdem mal bitterbös. Link, Splatoon, Donkey Kong, Fox und Samus. Also vermutlich auf die ganzen anderen Kollegen hinweisen. Okay, die starten alle. Wow, der eine startet mit einer Keule. The hell. Der Kollege macht einfach, was er will. The fuck? Ich komme an den nicht hin. Ja, das sollen wirklich halt die vier darstellen. Das habe ich auch verstanden, aber halt... Na, warum guckst du in die falsche Richtung? Holy shit. Du bist ein Vollidiot. Hat der eine wirklich geschafft, sich da noch länger rein rauszuretten, ey? So, und der Kampf ist natürlich noch nicht vorbei. Ha. Ja, das war natürlich durchaus hilfreich. Okay, die hatten also alle nicht wirklich viel HP. Puh. Macht immun gegen Gift, why? Warum wird Zelda mit so einem langweiligen Effekt mehr oder weniger verschwendet? Okay, und wer wartet hier? Toon Link, great. Gewinne den Kampf, yes. Irgendjemanden... Wir brauchen definitiv jemanden, der so ein bisschen mehr in der Nähe zu diesen 7000ern irgendwie hockt. Aber ich habe auch niemanden wirklich in Blau bisher bekommen, also in Abwehr, der ernsthaft interessant für einen ist. Deswegen zum Beispiel den da zu sehen, der 3 Sterne hat in Kapuriki und der nur einen Slot hat. Feuer- und Explosionsangriffe. Hm. Nehmen wir doch einfach mal. Einfach mal zu wissen. Mal zu gucken. Wie sehr das zum Beispiel hier mit dem Kollegen das aushelfen würde. Ich meine, ich gehe mal von aus, dass andere... Weiß nicht, ob das zum Beispiel zählt. Aui, ernsthaft? Beinahe. Oh boy. Oh, nice. Ach ja, die Wii U. Auch so eine Wow, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich trotzdem trifft. Wow, schön gemacht. Come on, du willst doch da reinfallen. Oh, ich hatte die damit explodieren lassen. Nope. Beinahe. Die Bombe ist zwar ihm nicht in der Hand explodiert,
Bzw. erst dann, wenn er schon zerstört worden war. Aber es war lustig. Revanche, aha. Gut, und damit haben wir den Charakter bekommen. Jetzt müssen wir nur herausfinden, was ich machen muss, damit dieser doofe... Ich hätte jetzt gesagt, fast Vogel. Aber damit dieser Drache mitspielt. Vielleicht gehen wir erstmal hier hin. Melia, Xenoblade Chronicles 3. Nie angetroffen. Zugeben, nicht viel gespielt bisher. Giftalarm, der Boden verursacht, okay. Und stärkere Magie für den Gegner. Giftschutz, alright. Mal gucken, ob das es tut. So, es ist auf jeden Fall Palutena plus irgendjemand anders noch. Okay, du natürlich. War zu erwarten. Das Coole ist, dass man wirklich mehrere so treffen kann. Ab damit. War zu erwarten, so ist nicht, aber... Come on! Nope, nicht so. Beides stelle ich gerade super nervig gegen mich an. Hehe. What are you doing? Das sah natürlich ulkig aus. Schön auf der Banane ausgerutscht. Hat das gemacht, was ich machen wollte. Oh, her mit dem Brot. Yeah, lecker Weißbrot. Come on. Yes. Wie ein Dinges. Na gut. Magieangriffe mal wieder plus. Keine Ahnung, für wen das wirklich so hundertprozentig ist, aber hey. So, damit haben wir den Bereich hier nach oben freigeschaltet, was definitiv nach dem Drachen... Eine Frage ist, wie man den locken muss. Natürlich, man sieht natürlich, die ganzen unterschiedlichen Wege sind natürlich zu einem gewissen Grad gedacht, um den zu leiten, vermute ich mal. Noch die merkwürdigsten Sachen wieder vorgeschlagen. Nehmen wir doch einfach nochmal dich hier. Ich denke, für die Sideways und für die Runterattacke kann man das nämlich so ein bisschen nutzen. So Riesenverwandlung, ein Giganto-Pikachu. Oh boy, oh boy. Der hat mir gerade mit einem Schlag 30 Schaden zugefügt. Okay, ich habe ihm auch verdammt viel Schaden angerichtet. So, jetzt versuchen wir den nochmal so ein bisschen zu hetzen. Okay, jetzt gehe ich mal oben entlang. Was machst du dann jetzt? Das habe ich jetzt wirklich noch nicht ganz raus. Okay, jetzt muss ich vielleicht von unten versuchen, zu dem zu kommen. Mit oben. Also wir müssen ganz kurz gegen die kämpfen. Der Gegner startet mit einem gemeinen Laufpilz, ja. Okay, ich bleibe einfach bei der hier. Bei dieser Subgeist-Idee. Yeehaw. Oh, great. Keine Ahnung, was die Idee ist von diesem Laufpilz. Goddammit, wie hast du es geschafft, mich zu greifen, wenn wir nicht auf der gleichen Ebene waren? Kann es sein, dass es verdammt Schaden anrichtet? Ja.
Ich habe wirklich das Gefühl, gerade die nach oben Attacke macht verdammt viel Schaden. Tauros. Oh boy. Extra Tempo und sprintende Gegner machen Schaden. Ihr drei, hi. Gebt mir aber auch wirklich das dümmste Zeug. Kann man filtern? Belegte Plätze 3. Wie viele davon haben... Genau. Machen wir nochmal wieder die Erzkeule. Gerade für Leute, die meinen, konstant auf mich zuzusprinten, klingt das nach einer richtig lustigen Idee. Mhm, genau, die Stage. War zwar definitiv sehr, sehr flott, aber es hat ihm alles nicht zu helfen. Okay, sehr gut. Okay, also das war nicht schwer, man musste nur realisieren, dass man den in der einen Situation von unten angreifen muss. Okay, mal gucken, ob wir den in dem heutigen Teil tatsächlich auch noch besiegen werden. Rathalos. Meinen das ist Monster Hunter. Monster, ist aber nicht hundertprozentig gut ausgeschnitten worden. Sein pures Smash-Duell, natürlich. Giftresistenz wird einem vorgeschlagen. Giftschutz, okay. Okay, machen wir Giftschutz. Plus wieder mehr von dem. Hi. Oh boy. Oh great, der hat 25 Schaden. 25. Wow. Okay. Okay, sein Moveset erstmal lernen. Oh cool, der macht also zwei Läufe. Alles klar. Kann ich ihm seinen Schwanz irgendwie abhadern für mehr Geister-Extras? Das wäre lustig, wäre eine lustige Idee. Was auch immer ich gerade jetzt hier bekommen habe. Oh boy, oh boy. Komm an dem nicht vorbei. Okay, gut. Nice. Alles nochmal halbwegs in Ordnung. Okay, also hier werden scheinbar Items doch regelmäßig gedroppt in der Hoffnung, dass man den irgendwie damit zu Boden bekommen kann. Oh boy, das war ein bisschen knapp. Und das hat diesmal interessanterweise nicht funktioniert. Okay, jetzt aber... Also ein bisschen die Logik zu finden, was hier stark gegen den ist. Ah, und ernsthaft? Okay. Okay, alles cool. Das macht, glaube ich, nicht viel Schaden. Ich habe nicht das Gefühl, dass es unendlich viel Schaden anrichtet. Wow, okay. Wow, wow, wow. Wow, beim ersten Mal gleich. Das ist ein Stern 2, okay.
Das war ordentlich. Oh wow, das schützende Schild wurde zerstört. Was ja dann in der Logik bedeuten müsste, dass wenn man den Weg dorthin findet, man vermutlich dann sich auf den finalen Boss stürzen kann. Interessant. Gut, wir hätten hier theoretisch noch eine Sache, aber ich bin mal ganz kurz so frei. Und verabschiede mich einfach mal von hier. Beziehungsweise, wir werden hier heute zum Ende kommen. Hat euch gefallen? Ich verabschiede mich und bis dann.